Hallo, das ist Dusechen hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es geht feuchtfröhlich weiter in den Wald hinein. Und das Erste, was wir machen, ist hier hochklettern. Ja, Wölfchen, mach mal da unten rum. Stört mich nicht. Da ist auch schon die erste goldene Skulptur in diesem Tempel. Die werden wir uns auch gleich holen. Gleich bald, wann auch immer. So. Gucken wir mal. Nein. Nein. Ja, schon eher. So. So. Du hast eine goldene Skulptur. Perfekt. Dann gehen wir hier vorsichtig rüber über die Baumstämme. Springen einmal. Nein, nein. Und das war dumm. Das tut weh. Wir sehen wenigstens einen von den beiden an. Einer ist tot. Und der andere, der lebt noch. Okay. Der ist jetzt tot. So. Wir haben uns ein bisschen dabbig angestellt. Also klettern wir hier nochmal hoch. Beziehungsweise, nein, ich habe mich ein bisschen dabbig angestellt. Ist nicht schlimm. Klettern wir nochmal hier hoch. Der Waldtempel ist ja noch recht simpel. Das ist wirklich sehr simpel. Also, wenn ich hier jetzt länger als 5 Minuten an irgendwas hänge, dann dürft ihr mich mit Backsteinen bewerfen, die aus Plüsch sind, ja? Oder mir Plüschspinnen ins Bett legen, damit ich schreiend aus dem Bett renne und heule. Spinnen. So, geschafft. Jetzt nur noch darüber. Und die kleine Truhe aufmachen. Denn ohne den Schlüssel, der da drin ist, kommen wir nicht weiter. Ein kleiner Schlüssel. Einmal abrollen. So. Jetzt denkt ihr euch, hey, brauchst doch gar keinen Schlüssel. Die Tür geht doch von alleine auf. Ja, die schon. Na, Spinni? Oh, da warst du tot. Ich mag es nicht, dass ich das in Spinnen. Spinnen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was die da unten treiben. Oh, da ist ein Feuer. Und da ist ein Aufzug. Da müssen wir runter. Oh, verdammt, das Feuer ist weg. Oh, da haben sie das Feuer geklaut, die vier. Das geht ja gar nicht. Nein, der Aufzug. Nein, wie könnt ihr nur? Es hätte so einfach sein können. Und dann tut ihr sowas. Das ist nicht fair. Naja, nun gut, nicht schlimm. So, dann gucken wir mal. Karte haben wir ja noch nicht. Da können wir aufschließen. Da ist offen. Ich fange mal mit geradeaus an. Das kann ich mir am besten merken. So, das heißt, wir gehen hier hoch und da rein. Der ist durch mich durch. Okay, auch gut. Dann stört mich das nicht weiter. So, hier müssen wir... Fuck you! Das Spiel abstürzen sehen. Oh yeah. Oh yeah! Nicht lustig. Hallo? Spiel, wird das heute nochmal was? Nur mal kurz, um zu gucken, ob das nochmal passiert. Ist mir voll egal, Wolfi, ist, dass ihr da gleich auftaucht. Ich will nur wissen, ob das gleich nochmal passiert. Weil dann muss ich alles nachspielen auf einer anderen ROM. Darauf hätte ich keine Lust. Aber sowas von überhaupt keiner. Na komm her. Komm her. Fein. Skulltuli. Wollen wir das holen? Ist gut. Da rein.
Tulli. Gut gemacht. Oh, wow. Herzchen. Danke. Jetzt darf ich mir das nochmal angucken. Herzlichen Glückwunsch. Immer wieder lustig sowas. Immer wieder lustig. Immer wieder lustig. Da freut sich doch das kleine Gamerherzchen. Da freut es sich doch. So total. So, einmal hier hoch. Und bevor ich es vergesse. Ach komm, die nehme ich gleich mit auf den Rückweg. Wenn ich denn einen Rückweg haben darf. Ich weiß es ja noch nicht. Ausweichen. Und? Ach, jetzt geht das auf einmal. Erzähl mir keinen. Was los? Ey. Was ist los? Warum geht denn das auf einmal? Das ist doch... Warum ist die ROM auf einmal abgestürzt und jetzt stürzt sie nicht mehr ab? Ach, verstehe einer das System. So, komm her. Ups, du hast mich getroffen. Jetzt nicht ganz so klug, aber hey. Na komm her. Ich hoffe mal, dass man... ja, dass das nicht allzu schlecht jetzt... Sich, dass es nicht allzu sehr in der Aufnahme verschoben hat, Telefon und so, sonst habe ich gleich wieder ganz viel Spaß. Naja, egal, einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Passt schon. So. Gut. Kleine Truhe aufmachen. Für einen Schlüssel. So, da hinten ist irgendwo eine Fee drin. Das war das Herzchen. Ist das hier die Fee? Danke. Ich weiß jetzt echt nicht, woran das gelegen hat. Also, welches anders gemacht habe ich. Ich habe keine Ahnung. Fragt mich nicht. So, jetzt holen wir uns hier die Skulptur. So. Na komm. Na komm. Ach, komm schon. Hol sie doch. Danke, du hast deine goldene Skulptur zerstört. Herzlichen Glückflisch. Glückflisch. Glückflunsch. Herzlichen Glückflunsch. So, jetzt gehen wir hier hoch. Und schließen die Tür hier auf. So, Skulptuli. So, du bist tot. Okay. So, die Tür auf. Na, ich ignoriere ich einfach mal. Und kletter hier hoch. So. Und so. Hier hoch. Da muss ich hier lang. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Nein, echt? Ich dachte, das wären Dreiecke. Triforce-Teile oder so. Na, wie, du bist echt die Herzallerliebste. So. Noch eins. Gut. Wie große Steine der schieben kann. Ich könnte das nicht, um ehrlich zu sein. Ich würde ja wegrutschen, nicht so wie er. Halbwegs halt finden. Guck mal, wie er das Bein da krüppelt, das eine. Auch total komisch. Das muss doch voll wehtun. So, das hängt jetzt da. Dann kann ich von hier hinten da lang und es weiterschieben. Und dann rastet es gleich da unten ein. Ich kann draufklettern und weiter hoch. Ne? So. Hoch. Noch weiter hoch.
hier lang. So. Das muss dahin. Dann komm mal her. Komm mal her, Steinchen. Ich krieg dich dahin. So, weiter kann ich dich im Moment nicht schieben. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, denn irgendwo komme ich da auch. Moment. Ich muss hier, glaube ich, runter. Dann muss ich, glaube ich, hier lang. Nein? Hä? Nicht? Okay, okay, warte, Moment. Ich finde das. Ich krieg das schon noch hin. Ich bin hier. Genau, hier ist die Leiter. Hier hoch. ja. Also wie gesagt, der Tempel ist noch verdammt einfach. Nein, das ist die falsche Richtung. Das ist die richtige. Dann muss ich dich einmal so schieben. So, und jetzt muss ich wieder den Weg runter, um es anders hochzuklettern. Passt. Alles gut. So. Nein, nicht Aktion. Hoch. Hinauf. Genau. Hoch hinaus. Da auch hoch. Sehr gut. Hier rein und den Stein schieben. Ja, der kleine Zwischenfall mit dem Absturz, das ist jetzt nicht schlimm. Ich reg mich ja nicht mal mehr drüber auf. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass es halbwegs was wird von der Aufnahme her. Ich muss halt gucken, wie ich das schneide. Na, komm hinauf. Okay. Und nochmal hinauf. Sehr gut. Und hier hoch. So, perfekt. Jetzt ignorieren wir den netten Herrn mal. Gehen einmal hier durch. Ja, wir gehen durch den... Ja, ich weiß. Dieser Korridor ist völlig verdreht. Das sehe ich. So. Ja, ich weiß. Auf die Schatten an der... Schattene Kreaturen, die an der Decke hängen. Soll ich achten? Ist gut. Dann musst du mir nicht sagen. Nein, du sollst das nicht angesehen. Mir fehlt ein Schlüssel. Ja, hey. Klasse. Warum sagt mir das keiner? Ihr fehlt ein Schlüssel! Oh! Ja gut, dann gehen wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Mal gucken, wo wir einen Schlüssel herbekommen. Toll! Ja, egal, passt schon. Immerhin haben wir hier schon gebaut, das heißt, wir müssen nicht nochmal bauen. Ich kenne das ja auch nicht auswendig. Ich weiß nur, was ich machen muss. Ich weiß nur nicht, wann ich es machen muss. So. Au, das tat weh. Nicht schlimm. Nicht schlimm, sagte ich. So. So, du bist tot. Gibst du mir Herzchen? Herzchen, 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 Herzchen. Poke, poke, poke. Oh. Kleine Herzchen. So. Gucken wir mal. Wir sind von da gekommen. Sind dann da hoch. Da können wir den Stein wegmachen. Okay. So, oh Gott. Ja, irgendwann merkt man sich das einfach. Und dann... Oh, hat schon mal gespielt. Geht das ganz schnell. Dann gehen wir mal in den hübschen Garten des Waldtempels. Und gucken uns da mal ein wenig um. So. Genau. Du interessierst mich nicht. Du auch nicht. Ist da noch Wasser drin in dem Brunnen? Ja. Gut, dann möchte ich hier hoch. Bringt mir das überhaupt was? Nein, okay. Okay, ich weiß gerade im Moment noch nicht, was ich machen muss. Ah ja, klar, da hochklettern. Aber ich finde es schon raus. So, du da oben auch noch. An die anderen komme ich leider nicht dran. Und eine Dekonuss. Halt dich doch fest, du Eumel. So. Jetzt klettern wir da hoch. Ja. Wir kommen schon vorwärts.
hier mal nur kurz Lieder. Und jetzt klettern wir da ganz hoch. Und jetzt sind wir hier drin. Wir müssen den hier bekämpfen. Warum hast du dir wehgetan? Kannst du nur... um die Tür aufgemacht. Und eine kleine Truhe für uns. Bestimmt mit einem Schlüssel, hä? Nein, ist das die große? Ist das die Karte? Bist du die Karte? Das wäre schon mal sehr nützlich. Finde ich, persönlich. Bitte? Die Karte, dankeschön. So, gut. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir... Oh Gott, durch welche Tür sind wir? Wenn wir durch diese Tür gehen, bis...